Läuft doch. Na gut, dann läuft's. Dann los. Papa, hast du noch ganz viel Zeit? Ich hab ganz viel Zeit. Und du? Hast du auch ganz viel Zeit? Ja! Wollen wir die Rasselbande mal nicht länger aufschieben hier? Es ist schon 6 Uhr, also wir haben schon lange nicht gehalten. 18 Uhr Bescherung? Na, die hatten ja schon Bescherung drüben. Packen wir aus. So, was habt ihr denn da? Schminkpuppe, zeig her! Die Schminkpuppe, kurios. Ich hab Hunger. Das ist. Luna. Das war Bescherung. Was ist denn das hier unten? Das ist ja unser Profi hier. Es gibt auch ein Pokémon Center. Ja, mal guck mal, Schwester Dolmetscher Mira. Was hab ich? Okay, dann geh wieder raus. Oh Mann, ich spiel so gerne mal. Macht's gut, ich hau rein. Frauensack. Überlebt. Weihnachten 2020. Fast vorbei. Morgen klappern wir nochmal die Familie ab. Also wir klappern sie nicht ab, aber wir liefern überall die Geschenke ab. Persönlich. Und das war's. Es ist ja auch rum. Also. Vielleicht sehen wir uns morgen nochmal oder übermorgen. Mal gucken. Guten Morgen. So. 9.18 Uhr. Ich weiß, es ist kein Morgen mehr, aber ja, wir gönnen uns das lange ausruhen. Ja, da weniger, wir liegen schon natürlich schon ein paar Stunden immer wach mit der Kleinen, aber na, lass es relaxed angehen. Ja, fast schon wieder ein Fahrradblock. Das muss mal fertig gemacht werden. Okay, was haben wir? Ich hatte Aufhebpunkt jetzt mal. War ja noch nicht Aufhebpunkt. Manu bremst. Manu bremst es auch YouTube. Hä? Bremst ja. Ach, bitte. Schön, kann man leicht ziehen, wunderbar, funktioniert. Okay, das ganze Ding ist ein Herkules, ein altes. Ein altes Herkules. Ein bisschen rostig, weil es stand jetzt jahrelang draußen. Ein bisschen schabby, sozusagen. Die Griffe sind ja der Horror, die Griffe müssen weg. Die Griffe liegen gar nicht. Ist kaputt. Schaut mal hier, der Lenker ist gestaucht. Der muss weg. Seht ihr das? Sieht man das? Hier? Da ist er gestaucht. Richtig schön so. Den muss man natürlich auch tauschen. Kann man ja so nicht rausgeben, das Rad. Gestauchter Lenker, nicht gut. Also, Klingel ab. Was ist das hier für ein Werkzeug überhaupt? Thank you.
Bremshebel. Nee. 13er. Nochmal neuen Lenker. Mal gucken, was ich da finde. Rennlenker hier. Immer dort leidet. Total Banane. So, sehr gut. So machen wir den. Papp, 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 papp. Ja, jetzt müssen wir allerdings hier noch den Zug kürzen. Jetzt zum Schlimmsten hier an dem Fahrrad, das nicht gescheckt wurde, ist das da. Was zur Hölle soll das hier? Der Dings hier, der ist fast raus hier, der Bolzen. Das geht ja gar nicht. Unglaublich. Rinn mal mit dir. Ha. Nu ist er drin. Das Schlimmste, was man machen kann, ist, das nicht zu kontrollieren. Denn wenn sich so eine Verbindung löst, kann das tödlich sein. Das kann tödlich sein.
Scheiße. Okay, machen wir erstmal den Zug. Oh, jetzt kommen wir noch. Oh Mann, der nervt mich ab. So, also, wie gesagt, was habe ich gemacht? Nebenbei die Narbe ein bisschen sauber gemacht, Es wird ein bisschen so, dass die Automatik wieder greift. Achtung! Da war sie. Also man merkt, die kommt dann und greift dann. Und dann hat man Gang 2 drin. Das ist nämlich das Geile an diesem Rad. Das ist ein Herkules mit einer Automatik, keine Duomatik, eine Automatik. Die Bremse läuft wieder, ist gekürzt, der Zug. Griffel kommen noch drauf, neuer Lenker ist drauf, ein bisschen. Stylo Milo, da ist alles cool, so machen wir das. Mund, ja, voll. Perfekt. Okay. Wo zur Hölle seid ihr? Da! Ich mache jetzt mal eine Probefahrt mit dem Ding. Und dann, wenn die Probefahrt sich als gut herausstellt, werde ich Fotos machen. Oh. So denn. Bis gleich.
Der Rahmen sieht bescheiden aus, die Räder sind rostig, aber es rollt gut, fährt gut. Für das, was es ist, ist es okay. So, jetzt kommt jetzt das Netz und dann sehen wir mal weiter. Herkules mit Automatiknabe. Fertig aus. Und wird auch bestimmt einen Abnehmer finden. Bin ich mir ganz, ganz sicher. Also, wir sehen uns vielleicht nachher nochmal wieder. Bis dann. Guten Tag. Ja, bisschen schief. Guten Tag, ihr Lieben. Da bin ich wieder und zeige euch heute ein kleines Video. Und zwar geht es weiter mit der Revox-Anlage. Und zwar gibt es ja diese kleinen schönen Kippschalter. Die brechen ja gerne mal ab bei der Revox. Die sehen dann ausgebaut so aus. Und den habe ich hier auch nur schon ausgebaut, weil ich den mir habe über eBay ersteigert. Einen kaputten Schalter. Weil die kann man reparieren. Diese Hebelchen, die hier abgebrochen sind. Mechanik funktioniert, das ist wichtig. Diese Hebelchen sind mit einem Plastik. Ist ein Plastikhebel quasi. Den kann man austauschen. Wohl. Die sind hier vernietet. Das soll uns aber nicht stören, denn wir sind pfiffig, bohren das auf und da gibt es so Ersatzhebelchen zu kaufen. Habe ich auch bei online gekauft. Revox online. Ich werde nicht gesponsert von denen, also, aber trotzdem sage ich das immer auch, wo ich meine Sachen geguckt habe. Das ist nicht ganz billig. Das sind dann solche Hebelchen hier, die sind dann aus Metall. Da kann dann nichts mehr mit passieren. Unzerstörbar quasi. Dann kann nur noch wirklich dieses Plastikgehäuse hier kaputt gehen. Wenn da ja was ist oder so, dann ist natürlich schlecht. So, ich habe mir über eBay gebraucht diesen defekten Hebel gekauft. Ja, so hier sieht der aus. Ja, wie soll ich zeigen? So. Ja, so war der dran. Und der bricht halt gerne mal ab. Man kann ihn immer noch teuer verkaufen, wenn man den dann ausbaut. Wie gesagt, pro Hebel. Ich glaube, ich habe jetzt 16, 17, 18 Euro bezahlt. Irgendwie so für den Hebel. Für diesen Schalter komplett. Aber defekt. Und habe mir dann bei Revox Online, wie gesagt, diese Ersatzhebelchen geholt. Da habe ich jetzt für drei Stück. Für drei Hebelchen wahnsinnige 43,09 € bezahlt. Aber wie gesagt, mit denen soll wohl dann nichts mehr passieren. Ich baue den jetzt ein. Beziehungsweise schraube ich den erstmal auseinander, baue den auseinander und tausche diesen alten Kunststoffhebel gegen diesen neuen Metallhebel. Wie auch immer, dann beginnen wir mal. Also wie nehme ich das Ding auseinander? Wie gesagt, hier sind die beiden Hälften, Plastikhälften, Plastikschalen, sind mit Hilfe von Nieten zusammen. Die muss ich ausbohren. Der ist ein bisschen groß. Nehme ich mir einen kleineren Bohrer. Habe ich ja schon öfter mal gemacht. Ich weiß, alles, was vernietet ist, normalerweise soll man nicht auseinanderbohren. Aber andererseits, es gibt keine Originalersatzteile mehr. Also wenn ihr wollt, dass so eine Bandmaschine weiter funktioniert und ihr sozusagen schalten könnt, links, rechts, oben, unten, dann, ein Stück Holz, solltet ihr auch mal solche Sachen reparieren, ausbohren. Okay. So, dann hoffen wir mal, dass wir das hier rauskriegen. Hm.
gar nicht mal so einfach. Ja, solange die Niete da mitdreht, ist das nicht gut. Okay, wir haben es geschafft, dass wir die Niete rauskriegen. Und dass das natürlich nicht abbricht dabei. So ein bisschen. Das gleiche probieren wir jetzt hier auf der anderen Seite. Gott sei Dank. Da ist Nummer 2. So, ein kurzer Blick. Das sind die ausgebohrten Nieten sozusagen. Ja, also da haben wir uns jetzt ein bisschen angestellt. Aber wie gesagt, es ist nicht so einfach, wie es aussieht. Die fangen dann an mitzudrehen. Da muss man sie irgendwie blockieren. Am besten man nimmt einen scharfkantigen Schraubendreher und spannt den in einen Schraubstock oder irgendwas ein, damit man es nicht in der Hand halten muss. Und dann kann man sozusagen von einer Seite die Niete abbohren hier, so wie wir es hier gemacht haben. Ja, das, dann fällt der Ring runter und dann zur anderen Seite durchtreiben. Ne? Sieht das so aus. Okay, das haben wir getan. So, jetzt beginnt wohl der schwierige Teil von der ganzen OP. Wie der Schalter nun so aussieht, wie man Nieten ausbohrt, das weiß ich. Aber wie der Schalter von innen aussieht, weiß ich nicht. Und ich schätze mal, so wie das hier klickt, ist da definitiv eine Feder, entweder ein Federstahl oder eine Feder, ein Federplättchen oder irgendwas. Und da müssen wir hier die ganze Gegend absuchen, wenn wir jetzt nicht richtig aufpassen, dass uns das nicht wegfliegt. Also wenn wir das aufmachen, weil da ist ordentlich Druck hinter. Deswegen muss ich das jetzt sehr vorsichtig öffnen. Oh, das feuert gut. Machen wir mal die groben Maschinen hier weg. Tada! Ja, ich bin selber gespannt wie ein Flitzebogen. Dann gucken wir mal. Also Hebel unten. Oh, da ist schon eine Feder. Ich sehe eine Feder. Ich muss mir das alles merken jetzt. Könnt ihr jetzt sehen, wie das aussieht? Oh, ich will jetzt nicht, dass mir jetzt noch die Feder hier wegfliegt. Da ist die Feder. So, jetzt muss ich mal ein bisschen verdecken hier, weil ich muss wirklich jetzt tatsächlich versuchen, diese Feder hier rauszukriegen, ohne dass die wegflutscht. Ich habe keine Ahnung davon. Ich habe das noch nie gemacht, ja. Ah, okay. Das kann man einfach so rausnehmen. Also einfach so ist gut. Das mache ich jetzt mal. Ah, jetzt sehe ich auch, wie das funktioniert. Da unten. Okay, 1, 2. Das sitzt da, die Feder. Jetzt rollt sie weg. Im letzten Poeng. Also das Teil sitzt unten. Dann sitzt dieser Schieber da drauf. Dann kommt die Feder in die Mitte. Ja, sehr gut. Und so machen wir. Legen wir das mal hin. So. So. Ja, und da haben wir eigentlich, das war's, also das ist ja fast enttäuschend. Da haben wir den neuen. Nehmen wir den alten. Da mache ich das mal, bevor ich sage, das ist enttäuschend, schnell wieder rein. Leg den hier rein.
Ui, ja, okay, alles klar. Jetzt da kommt die Spannung auf. Ja. Verstehe die Richtung. Verstehe die Richtung. So. So. Jetzt Konzentration beim Spannen. Ach so. Okay, das, wie das reinkommt, ist klar. Das kommt da rein, ist auch klar. Der Schieber kommt da rein. Okay. Ah, jetzt wird ein Schuh draus. Dann machen wir so. So. Ganz schön komplizierter Schalter, ey. Wer hat sich denn das mal ausgedacht? Na, das ist jetzt so ein bisschen die Fummel hier, wa? Muss man darauf achten, dass man da das Loch trifft. Repariert? Ey, gibt's ja nicht, ich bin. Da, da. Repariert? Tut mir leid, dass ich das jetzt nicht so zeigen konnte. Da bin ich nun wirklich noch nicht so firm drin. Aber wir machen noch zwei weitere Schalter. Verlasst euch drauf. Den einen halt komplett. Deswegen musste ich eben hier diesen Schalter kaufen, weil der ja mit diesem, da habe ich einen, der ist der Schalter selber, das Gehäuse kaputt. Das ist hin, den kann man nicht mehr reparieren. Und den anderen nur den Hebel. Auch auseinandernehmen und Hebelchen tauschen. Oh, da bin ich ja happy jetzt. Das war's. Ja, das war die Aktion. Ja, nicht mal so übel. Statt der Nieten gibt es jetzt dieses wundervolle System, was man auch damals hätte verwenden können. Kreuzschlitz, Schrauber und Mütterchen. Keine Ahnung, was die sich damals dabei gedacht haben, warum sie das nicht gemacht haben. Wahrscheinlich war das der Anfang vom Ende, dass sie sich gesagt haben, nee. Wir wollen nicht, dass unsere Geräte repariert werden und wenn dann nur bei uns. Und Ersatzteile haben wir wie Sand am Meer. Das war halt zu einer Zeit, wo eben noch so war. Und jetzt schrauben wir Kreuzschlitzschräubchen mit einem Mütterchen auf der anderen Seite. Schrauben wir rein und das war's. Und damit sicher mal, das wird alles mitgeliefert. Also nun auch. Möchte man bei dem Preis erwarten. Jetzt könnt ihr noch ein bisschen Loctite, meinetwegen, auf die Schraube machen oder so weiter. Ja, meine kleinere Vibration macht die Maschine ja schon. Nicht, dass euch dann irgendwann mal der Schalter drin auseinanderfliegt. Dann habt ihr nämlich den Salat. Also wunderbar, das haben wir gemacht, haben wir getauscht. Hätte ich nicht gedacht, dass ich das so schnell hinkriege, obwohl eine halbe Stunde war jetzt auch. An Filmmaterial natürlich nur 5 Minuten. Ja, aber ich hoffe, ihr könnt euch mal in meiner dilettantischen Art und Weise zeigen, wie das funktioniert, wie man das macht.
und freue mich über die Kommentare, die ja kommen werden. Ja, und verbleibe bis zum nächsten Schalterchen oder bis zum nächsten Vlog. Was auch immer, wann auch immer, verbleibe ich erstmal und wünsche euch einen guten Rutsch. Morgen ist Silvester, also macht es gut, gehabt euch wohl, feiert gut rein, kommt gut rein, passt auf, dass er ins Jahr nicht mit noch irgendeinem Silvesterunfall startet. Aber ich glaube, Knallerei ist ja überall verboten, also darf man ja nicht machen. Insofern kann ja da nicht viel passieren, aber wie gesagt, besauft euch nicht sinnungslos, startet nicht mit dem dicken Kopf in Silvester oder ins neue Jahr. Wir sehen uns im neuen Jahr und ihr könnt mir alle mal eure Vorsätze schreiben, die ihr für das neue Jahr habt. So, und dann melde ich mich morgen, wahrscheinlich Silvester, nochmal live mit dem Livestream. Das wird den Rico sehr freuen. Da werde ich dann meinen ersten Livestream machen, weil ich schätze mal, Marlies wird schlafen. Die wird dann um 0 Uhr kurz wach und dann werde ich mal einen Silvester-Livestream machen. So ist es geplant. Ob es denn so funktioniert, weiß ich nicht. Kann ja sein, dass der abstürzt, der Computer. Jetzt zeige ich euch erstmal, wie man hier an der Revox B77 einen Schalter auseinander nimmt und wieder zusammenbaut. Wie gesagt, ein bisschen Loctite noch drauf auf die Schrauben, das wäre ganz gut. Oder ein bisschen Nagellack oder was weiß ich, dass sich das nicht von alleine wieder abdreht. Und das war's. Also dann sehen wir uns spätestens morgen im Livestream für wenigstens ein paar Sekunden, bevor der Computer abstürzt. Ne? Und dann im neuen Jahr wieder. Also bis dann. Macht's gut. Ciao.